der Kochwettbewerb La Cuisine de Jeune ist sicher für mich sehr wichtig, für einen Haufen Kontakt zu knüpfen. Man kann sich messen mit den Kollegen. Man sieht, was so sein Standpunkt, den man hat. Eine tolle Erfahrung. Herzlich willkommen. Zum 19. Mal wird so etwas durchgeführt. Meines Wissens ist einer der ältesten Wettbewerbe überhaupt, den wir in der Schweiz haben. Im Nachwuchsbereich ist der älteste definitiv, den wir haben. Und das ist etwas, was schon mal ein herzliches Dankeschön verdient und euch entsprechende Aufmerksamkeit von Seiten der jungen Köchinnen und Köche in der Schweiz, die ich euch jedes Jahr einsetzen, für hier teilzunehmen. Also, los geht's! Ich bin der Rossi Michael, ich bin 19-jährig, komme aus Plafeyre und arbeite als Sous-Chef im Restaurant Die Burg in Biel. Der Titel von meinem Menü ist «Ein Lamm auf vielen Wegen». Ich bin Simone De Vittore, ich komme aus Tessin und momentan ich arbeite in Lenkerhof. Mein Menütitel ist «Schau, es gibt ein neugieriges Lamm in meinem Garten». Ich benutze viele Sachen vom Garten, zum Beispiel von den Kartoffeln, von den Randen, von den Kräutern. Mein Name ist Ryan Oppliger, ich bin 21 und arbeite im Restaurant Magdalena in Rickenbach. Mein Menütitel heisst «Lamb Back to the Roots». Der Geschmack ist eigentlich wirklich vom Produkt selber. Ich versuche das, zum Beispiel jetzt gerade bei der Topinambur, dass dort der Topinambur-Geschmack mega stark vorkommt. Oder auch bei der roten Schalotte, dass dort der Schalottengeschmack schön kräftig wird sein. Das ist eigentlich so das Ziel, dass wirklich bei jedem Komponenten den Geschmack schön rausschmeckst. Ich bin der Luca Remond. Ich bin 21 und arbeite im Borolac in Zürich. Mein Menütitel ist «Das Lamm auf der Spätsommerweide». Auf den Titel bin ich gekommen, weil ich es als Weide anrichte. Etwas, was sicher raussticht aus meinem Menü, wird der Kataifi-Teig-Knödel sein. Das ist ein Süßspeiseteig aus Griechenland, der eigentlich nur für Süßspeisen verwendet wird. Und ich habe ihn aber im Salzigen kombiniert. Und das gibt einen mega Knusper-Effekt mit dem cremigen Knödel dazu. Auf jeden Fall eine geile Sache. Etwas Besonderes an meinem Menü ist sicher meine Salz-Zitronen-Farce im Lamm-Nierstück. Das gibt dem Gericht wirklich eine mega schöne Note. Bei meinem Menü ist speziell meine Randen-Cannelloni, weil die ist mit Randensaft gemacht und gefüllt mit Lammleber. Die Schwierigkeit für mich ist sicher die Zeit. 2,5 Stunden ist viel, aber am Ende geht es immer so schnell. Das Außerordentliche an meinem Menü ist sicher, dass es reduziert ist. Und dafür bringe ich den Geschmack recht im Vordergrund. Es ist recht einfach, vielleicht von der Garmethode. Und sieht eher so simpel aus auf dem Teller. Wo ich extrem aufpassen muss, ist sicher, dass der Lammrücken auf den Punkt perfekt gegart ist. Ich muss genau auf 62 Grad sein, nicht mehr, nicht weniger. Meine Stärken der Küche sind sicher, dass ich unter Druck sehr ruhig arbeiten kann und exakt, was ich von der Zusatzlehre als Konditor-Konfiseur mitnehmen konnte. Der Beruf Koch fasziniert mich, weil ich bin selber ein Riesenesser bin. Und es ist einfach schön, jemandem eine Freude zu machen mit einem einfachen Gericht, wo man daheim vielleicht selber niemals so kochen könnte oder niemals würde kochen. Du kannst kreativ sein und immer jeden Tag du lernst etwas Neues. In meiner Zukunft möchte ich sicher den Küchenchef machen und danach sicher mal ein eigenes Restaurant, klein aber fein, wo ich meine eigenen Gerichte kreieren kann und so meine Gäste verzaubern kann. Mir hat es sehr gefallen, sehr beeindruckend, was die Jungen da geleistet haben, unter dem enormen Druck und in dem jungen Alter. Chapeau. Alle vier haben das echt ganz toll gemacht. Das hat uns auch das Urteil sehr schwierig gemacht. Wir haben es lang beraten und sind aber dann doch zu eigentlich einem guten Entschluss gekommen. Sieger ist der Ryan Oppliger.
Ich empfehle diesen Wettbewerb allen jungen Köchen und Köchinnen. Es ist ein riesiges Sprungbrett. Man hat das in den letzten Jahren gesehen. Man kann ein Netzwerk aufbauen. Man kann eine Karriere starten als erfolgreicher Koch. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen.